Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Tim und wir sind zurück bei Assassin's Creed Odyssey. Und heute möchte ich mit euch zusammen die DLCs oder das DLC starten. Ja, das heißt das Vermächtnis der ersten Klinge. Und den ersten Teil muss ich dazu sagen, also dieses DLC ist in drei Episoden geteilt und die erste Episode habe ich. Ja, habe ich schon mal durchgespielt und habe auch alle Trophäen geholt und ich würde es aber mit euch gerne nochmal spielen und dann mit euch also ab der zweiten Episode, die ich selber noch nicht kenne, würde ich mit euch dann ja die Trophäen in dem Sinne dann direkt mit euch zusammenholen. Aber jetzt würde ich mit euch nochmal den ersten Teil, auch aufgrund der Story, sollte man ja mitbekommen, mit euch das nochmal zusammen alles erleben. Ganz kurz, ich gehe mal auf die Karte. So, genau. Und dann sind wir hier in Makedonien und da bin ich per Schnellreise zu diesem Punkt da oben, wo ich hier gerade drauf bin, hingereist und hier unten ist es dann, ja. Da seht ihr es auch. Die Reiter kommen, das ist diese Einführungsquest in dieses DLC und das DLC spielt sich dann auch nur in Makedonien ab, komplett auf dieser Karte. Also alles, was ihr jetzt hier rot umrahmt, momentan von Sparta beherrscht, seht, das ist alles dann diese, es gehört alles zu dieser Quest halt, ne? Zu dem DLC. Okay, ganz kurz nochmal zu den Trophäen. Ist relativ übersichtlich, sind fünf Stück. Ich fange gleich mal an. Es sind vier Bronze- und eine Silbertrophäe. Wobei eine Bronzetrophäe schon mal automatisch kommt im Spiel und zwar zum Schluss, wenn ihr das abgeschlossen habt, ja, also die kriegt ihr automatisch, da brauche ich nichts weiter dazu erklären. Dann habt ihr eine Bronzetrophäe, die zweite, die nennt sich Einsamer Löwe. Da müssen wir einen makedonischen Löwen töten und dieser befindet sich, habe ich auch schon hier natürlich diesen Schnellreisepunkt freigeschalten. Der befindet sich dann hier. Den werden wir uns auch zeitnah holen. Dann zeige ich euch den und werde den erlegen für euch. Ja, das ist die zweite Trophäe. Also einfach nur den töten, den Löwen. Oder niederstrecken. Ja, dann könnt ihr, das zeige ich euch auch gleich. Wenn wir in dem DLC drin sind, gibt es dann eine neue Fähigkeit, die ihr dann natürlich auch im Spiel beibehaltet. Die ist super genial, finde ich. Dort könnt ihr dann dann werden alle automatischen Attentate, werden die Leichen ja, verschwinden dann. Also die Trophäe nennt sich dann auch spurlos. Also wie spurlos verschwinden sozusagen. Und da müssen wir 10 Gegner damit spurlos verschwinden lassen. Ist eine einfache Sache. 10 Attentate sozusagen einfach machen und dann gehört die Trophäe euch. Das ist die dritte Bronzetrophäe. Dann kommt die vierte Bronzetrophäe, dann kriegen wir nach einem Quest, das zeige ich euch natürlich auch dann, kriegen wir eine Waffe und in dieser Waffe ist eine Waffeneigenschaft eingebaut. Ja, diese Waffe nennt sich dann Stolz des Löwen und mit der habt ihr eine Eigenschaft drin und wir können auch noch eine Eigenschaft, müssen wir noch auf Stufe 3 bringen und damit können wir dann Attentate machen. Da müssen wir dann uns eine größere Gegnergruppe suchen, denn ihr könnt dann sozusagen auf jemanden zielen, dieses Attentat vollführen und könnt dann von diesen, wenn die nah genug alle beieinander stehen, zum nächsten sozusagen dieses Attentat weiterführen, wie so eine Kette. Und da müssen wir dann vier Stück hintereinander machen. Das ist die vierte Bronzetrophäe. Das machen wir dann aber später. Ja, und die letzte und die einzige Silbertrophäe, also Gold gibt es gar nicht, die einzige Silbertrophäe ist, natürlich zeige ich euch das auch. Das ist dann töte alle Ältesten im Orden der Jäger und in Makedonien. Ihr habt dann wie bei dem Kult habt ihr dann das integriert sich dann auch in dieses Menü, wo ihr den Kult hier oben seht das ja hier hinten und dort kriegt ihr dann, das zeige ich euch dann gleich, kriegt ihr hier unten, glaube ich, war das, kriegt ihr dann eine weitere, so ein weiteres kleines Symbol und da könnt ihr dann switchen, hin und her switchen zu diesen anderen Orden. Das ist dann natürlich ein weitaus kleinerer Baum an Leuten, die ihr dann ja, beseitigen müsst, bis ihr dann zum mittleren ja, Endboss kommt, sozusagen in dem DLC. Ja, und das waren jetzt auch schon alle Trophäen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein.
Und ich halte natürlich wie immer meinen Mund, wenn irgendwelche Sequenzen kommen oder Gespräche sind. Sind wir schon so verzweifelt? Helfen wir jemandem beim Umzug? Was denn? Der Kerl hat eine Menge Kram. Arbeit ist Arbeit. Und ein paar Drachmen extra haben noch keinem geschadet. Manchmal verdienen selbst die einfachsten Dinge unsere Aufmerksamkeit. Das hier hat meine Aufmerksamkeit sehr viel mehr verdient. So, erreiche das brennende Dorf, da werden wir uns gleich mal hinbegeben. So, die Dorfbewohner befreien. Warum das Dorf angreifen? Das sind Unschuldige. Ah, die machen hier irgendwie nichts, die Kollegen. Oh, ich hab sie. Oh. Ich werde sie einfach mal beseitigen. So, den ersten haben wir schon mal. Oh, das hat er gut, das hat uns der erste gesehen von denen. Natürlich aufpassen, dass ich den Dorfbewohner ja nicht mit treffe. So, jetzt sind erstmal alle, die in der Nähe sind, weg. Ja, das seht ihr ja mal in dem Finisher zum Schluss. Pass auf! Beim Lager der Spartiaten wird auch Hilfe gebraucht. Perser? Adlermann. Du? Du bist der Adlermann? Los! Dem Jäger wird es gefallen, wenn wir ihm deinen Kopf bringen. Du kannst es gerne versuchen. Du bist kleiner, als man sich erzählt, Adlermann. Na komm her, zieh dich mal nicht so. Beim Lager der Spartiaten wird auch Hilfe gebraucht. Ich sollte dorthin. So, dann müssen wir jetzt da in dieses spartanische Lager zurück. Also nicht zurück, Quatsch. Dieses einfach in das spartanische Lager, was da oben ist. Wir schlachten hier alle ab. Wir müssen sie aufhalten. Wofür
war ich ein bisschen zu langsam. Ja, ich setze gerne diese Doppelklinge ein. Das ist eigentlich meine absolute Lieblingswaffe, also diesen Dolch. Dann nimmt er, glaube ich, noch diesen Schicksalsspeer noch als zweiten dazu, weil der Special einfach mal 100% trifft. Klar, der ist nicht so stark wie manche andere mit größeren, schweren Waffen, aber ihr könnt Einzelpersonen damit relativ gut Schaden zufügen. Adlermann! Nenn mich Alexios. Ich heiße Nema. Habt ihr gesehen, da war ein kleiner Fehler drin. Er stand gerade unten, nenn mich Cassandra. Na gut. Der Jäger. Den Namen sollte ich wohl kennen. Wenn er hier ist, sind wir erledigt. Ich muss mich um diese Leute kümmern. Der Elitekämpfer des Ordens kam hier durch und mit ihm der Tod. Er hinterließ Spuren. Ich werde ihm folgen. Hab Dank, Alexios. Wofür? Dass du geholfen hast, als niemand anderes es tat. Jetzt haben wir auch schon Kopfgeldjäger hier am Hals. Ah, den werde ich gleich mal. Den kann ich jetzt auch töten, aber das geht mir jetzt ein bisschen auf den Nerven, wenn wir immer wieder vielleicht einen neuen bekommen. Ich lösche das jetzt einfach mal das Kopfgeld weg und gut ist, wir wollen uns ja jetzt auf das DLC konzentrieren. Sie haben sie alle umgebracht. Das haben sie nicht verdient. Die Leichen reichen bis zum Fluss. Weitere Fluss aufwärts. Ich muss herausfinden, wer das war. Woher wissen Perser, wer ich bin? Na, bin ich schon zu weit gelaufen? Normalerweise zeigt er euch eigentlich an, wenn da... Muss mal schauen, ich glaube auf der... Hier vielleicht? Ne, hier sind wir runter. Da stand ja, hat er gesagt, flussaufwärts. Muss ja jetzt irgendetwas hier in der Nähe sein. Na, ich sehe aber gerade nichts. Er zeigt mir auch immer hinter mir das als Ziel noch an. Ach da, ja, na gut. Ich hätte noch ein Stück weiter hochgehen müssen. Das muss der richtige Weg sein. Die Elite-Wachen. Wer bist du? Seht ihr, was ich meine mit dem Special? Ja.
setze ich jetzt einfach nochmal ein. Dann, also ist auch nur auf einfach, was ich spiele, das muss ich dazu sagen. So nicht trophäenrelevant, welcher Schwierigkeitsgrad das ist. Vater, nein! Nima, was machst du denn? Das ist der Adlermann. Das ist dein Vater? Der Adlermann. Wir müssen los, Nima. Es kommen weitere Soldaten. Unser Versteck ist unter dem Felsbogen. Dort findest du uns. So, okay. Dann werden wir jetzt erstmal zu dem Versteck, zu den beiden gehen. Ein weiterer Grund, im Schatten zu bleiben. Und Unschuldige sterben lassen? Unschuldige haben ihr Leben verloren. Du kannst nicht alles allein regeln. Wir müssen vorsichtig sein, Nima. Das weißt du auch. Brennende Dörfer, Perser, die Spartiaten befehligen, von einem wütenden alten Mann angegriffen werden. Ich habe schlechte Laune. Antworten jetzt! Wie hast du uns gefunden? Er weiß es von mir. Willst du noch mehr Geheimnisse ausplaudern? Ich fragte dich das bereits, als du mich töten wolltest. Wer bist du? Dareus. Ein Name reicht mir nicht. Er hat es verdient. Es gab schon immer Leute, die nur auf Macht und Kontrolle aus waren. Und dann gab es jene, die sich ihnen entgegenstellten. Und wozu gehörst du? Lass mich dir eine Geschichte über den großen König Xerxes erzählen. Es war vor vielen Jahren in Persien. Bedeuten nichts. Der Orden ist unaufhaltsam. Und all ihre Macht konnte dich nicht beschützen. Nicht vor mir. Ah!
Seitdem sind sie uns auf den Fersen. Jemanden, der so eine Geschichte erzählen kann, trifft man nicht oft. Ich erzähle sie auch nicht oft. Aber der Orden, der ist jetzt hier, brennt Dörfer nieder und schlachtet Unschuldige ab. Wonach suchen die? Es geht nicht um uns. Wir waren hier sicher. Der Orden der Ältesten hat unsere Fährte vor langem verloren. Nein, der Jäger jagt dich. Dich und deinesgleichen. Die Verdorbenen. Du musst dich nun entscheiden. Bekämpfe sie oder verschwinde. Warte. Wunderbar. Vielleicht weiß Nemo etwas. Ja, da seht ihr Stolz des Löwen, ne? Haben wir jetzt bekommen das Schwert, was wir dann für die eine Trophäe für diese Verkettung brauchen. Guck jetzt mal, was hier alles in dem Raum liegt. Das nehmen wir natürlich alles mit. Ah, hier ist so ein Hinweis für so einen Ältesten. Gehe ich auch gleich mal in das Menü, zeige ich euch. Okay, da ist das nächste Quest, was wir annehmen können. Vorher gehe ich... Gehe ich mal in diese Übersicht rein. Da müsste eigentlich was dazugekommen sein. Genau, was ich vorhin gesagt habe hier. Orden der Ältesten. Und da geht er drauf. Und da habt ihr dieses kleine, ja, diesen kleinen Baum. Na, hier ist dieser Jäger. Na, das sind die, das sind diese sieben Leute. Ihr müsst natürlich, müsstet die sechs, glaube ich, oder einen Großteil von denen hier unten beseitigen, um gegen den natürlich antreten zu können. Genau, Hinweise. Und dann zum Schluss hier ganz oben. Okay, das haben wir gemacht. Jetzt gehen wir mal auf die Karte. Ja, und jetzt habt ihr schon mehrere. Na, das ist eigentlich hier, das ist dieses, hier ist das Hauptquest, wo wir weiterkommen in der Story hier, in dem DLC. Und das sind so Nebenquests, ja, und die werde ich aber alle noch machen. Die werde ich auf jeden Fall alle durchspielen. Ja, und dann nehmen wir natürlich gleich erstmal das hier an, ja. Ein paar Wölfe sollten kein Problem sein. So, und das werden wir gleich. Werden wir gleich auf der Karte gucken, wo wir da jetzt hin müssen. Aha, das sind drei Standorte anscheinend. Okay. Oh ja, ganz hinten auch. Gut, dann würde ich jetzt mal hier hinterlaufen. Und würde diese Wölfe als erstes hier beseitigen. In der Ecke. Es dauert wieder ein bisschen länger hier beim Ladebildschirm. Genau, und bevor ich dort jetzt hingehe, werde ich nochmal euch, und zwar bei den Fähigkeiten, das hatte ich ja vorhin erwähnt, mit diesen Leichen, das, ne? Mit diesen Verstecken, da müssen wir mal ganz kurz hier gucken. Genau, das ist dieses eilige Attentat. Das brauchen wir dann auch. Für dieses, genau, kann verkettet werden. Das müsste das gewesen sein.
Rasches Attentat brauchen wir. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, wo wir das haben. Rasches Attentat. Eiliges doch rasch und eilig gut, das ist ja genau, aber es steht ja auch da, verketten, kann man verketten, genau, und das werden wir jetzt erwerben. Genau, zweimal verketten und dreimal verketten. Gut, jetzt haben wir das, das nehmen wir natürlich rein. Und dann werden wir einfach den Spartiatentritt auf Viereck dafür wechseln. Haben wir das schon mal drin, wunderbar. Und dann haben wir noch dieses, ja, wo man diese Leichen gleich verschwinden lassen kann. Jetzt muss ich mal ganz kurz verschwinden. Naja, das kann ja nicht sein, das ist Quatsch. Genau. Da seht ihr das so, da oben, und zack, ist die Leiche verschwunden. Kostet auch, glaube ich, nur, also ist auch nur eins und dann ist fertig. Ja, was soll es auch anderes geben an Steigerung? Gut, jetzt haben wir das auch schon mal gemacht. Das haben wir schon mal drin. Und jetzt als allerletztes, und dann legen wir endlich los, haben wir ja die Waffe bekommen, diesen Stolz des Löwen. Die nehme ich jetzt als Zweitwaffe rein. Da haben wir sie auch. Und da seht ihr das, Fähigkeit, eiliges Attentat trifft einen weiteren Feind. Ja. Weil mit der normalen Fähigkeit kommt ihr auf 3 und mit der habt ihr dann das vierte und dann kommt ihr auch auf diese 4 Verkettungen, die ihr braucht. So, die nehme ich auch gleich mal rein, die Waffe. Und wenn wir nachher dann ja im richtigen Lager sind, wo dann auch viele Feinde sind, viele menschliche Feinde, dann werden wir das in Einsatz bringen. Aber jetzt machen wir weiter und werden uns erstmal um die Wölfe kümmern. Da unten sind auch schon die ersten. Ah, die kann man anscheinend auch per Attentat machen. Mal irgendwie interessiert er sich überhaupt nicht für mich. Sehr gut, da haben wir schon mal die ersten weg. Irgendwo war noch einer. Das sind relativ viele von den Wölfen. Die sind auch über das ganze oder über einen größten Teil des Gebiets hier verstreut. Genau den meinte ich eigentlich gerade noch, ja. Da einer. Dass die Wölfe gehören dann zu diesen Anführer, den ja, den wir dann besiegen müssen zum Schluss in dem DLC. Oder der uns die ganze Zeit ja jagt, ja. Steht ja auch, sagt ja auch der Name der Jäger, und die Wölfe gehören zu diesen Jäger. Jetzt haben wir die schon mal weg, aber wir wollten ja eigentlich dorthin. Jetzt habe ich da schon ein bisschen vorgegriffen. Nein, okay, die waren, da waren nämlich da hinten welche, aber die sind jetzt anscheinend weg. Aber hier haben wir noch welche. Ah, 3 Stück, da haben wir sie. Jetzt einfach das Gift den Rest machen lassen, weil der Wolf hat nicht so viel Leben, da reicht das aus bei dem. Okay, wunderbar. Ich frage mich, wie er auf den Verlust seiner Schusstiere reagiert.
Na gut, haben wir das auch schon mal abgeschlossen, das Quest. So, und jetzt würde ich euch noch erstmal zeigen, bevor wir dann hierher kommen, weil hier ist ja alles relativ auf einem Haufen gebündelt. Jetzt würde ich euch mal diesen makedonischen Löwen zeigen. Ja. Ich muss es ja ein bisschen theoretisch immer machen, weil ich habe ja die Trophäen schon, theoretisch hole ich die jetzt, ich habe die ja schon geholt von der ersten Episode jedenfalls, die 5 Trophäen. Deswegen würden wir uns jetzt sozusagen die erste Trophäe holen. So, und der müsste doch gleich neben uns stehen. Da ist er. Ja, da seht ihr den. Einfach, ja, besiegen. Und dann gehört die Trophäe euch. Er ist jetzt nicht super stark. Also ganz normal, also relativ normaler Löwe. Er ist jetzt nicht übermäßig stark. Ah, ich habe noch nicht mal ein Special oder irgendwas eingesetzt. So. Ja, und dann wird es an der Stelle jetzt Bling machen. Gut. Wenn ihr den Schnellreisepunkt natürlich hier noch nicht habt, dann... Der ist übrigens nicht vom DLC abhängig, den gibt es hier so oder so. Dann müsst ihr natürlich noch hier ganz schönes Stückchen hier diesen Marsch antreten und hier hoch. Aber es lohnt sich für eine Trophäe, das kann man schon mal machen. Okay. Dann gehen wir einfach mal, ich würde einfach mal mit dem Quest hier weitermachen. Dann reisen wir hier mit dem Schnellreisepunkt dorthin. So, und da drüben ist es auch schon. Ist immer wieder erstaunlich, was der Alexios für Weiten da runterspringt und ihm nichts passiert. Ne? Nicht gelohnt, diesen Stolz des Löwen jetzt einzusetzen, weil die standen einfach auch nicht nah beieinander. Und jetzt haben wir schon wieder so ein Kopfgeld da an der Backe, das werde ich auch gleich wieder rausnehmen. Na, da oben seht ihr, da war er schon wieder unterwegs, der Kollege. War noch da. Entschuldigung, dann wo möchtest du jetzt eigentlich hin? Ach so, eskortiere die Frau aus dem Lager. Okay. Söldner, ich danke dir. Diese Scheißer dachten, sie könnten mich festhalten, aber sie lagen falsch. Kein Gefängnis und kein Mensch kann mich festhalten. Nicht mal dieser dumme Orden. Ah ja. Sie haben mir mit all ihren Söldnern die schöne Aussicht beim Weintrinken ruiniert. Niemand will hässliche Söldner bei seinem Haus rummarschieren sehen. Nichts für ungut. Schon in Ordnung. Ich habe sie belauscht und sie sagten, sie hätten noch 3 Söldner hierher gebracht. Ist das zu fassen? Ich verschaffe dir deine Aussicht.
Ja, verdammt! Denk daran, es sind 3 Söldner. Wenn sie weg sind, trinken wir ein Becher Wein und genießen die Aussicht. Obwohl du selbst auch ein Söldner bist. Das klingt gut. Okay, jetzt haben wir schon mal die abgeschlossen. Genau, einen neuen Söldner entdeckt. Jetzt muss ich mal ganz kurz auf der Karte gucken. Das ist die. Die Quest haben wir noch gerade angenommen, genau. Ach, hier. Da müssen wir die ja alle besiegen, genau. Der eine, der da war, war das nicht einer von denen gerade, den ich gesehen habe? Die würde ich jetzt erstmal mal schauen. Ah, hier oben ist auch noch was dazugekommen. Ach, das sind die. Okay. Das sind die 3 Söldner. Dann werden wir die jetzt einfach mal, ja. Sprich mit. Das machen wir später. Also erstmal die Söldner hier. Jetzt muss ich noch mal schauen, ob das wirklich der ist. Jesus, der Rachsüchtige. Nee, der ist nämlich nicht dabei. Das ist der nämlich nicht. Haben wir noch einen anderen? Ich habe aber nur 2 gesehen. Wo ist denn der dritte? Ach, hier unten. Okay. Dann würde ich sagen, dann reite ich jetzt hier runter. Genau, ich reite jetzt hier runter, mache den Söldner. Werde mich dann hier hoch teleportieren, mache den. Und dann werde ich den Schnellreisepunkt nehmen und den hier beseitigen. Das ist auch, glaube ich, die einzige Quest, die nochmal in Unterquests geteilt ist. Ich hatte den noch gerade. So, jetzt. Und da reiten wir natürlich jetzt hin. Na, wir könnten jetzt mit ihr sprechen, aber das, obwohl, nee, ich mach das jetzt einfach Quatsch, wenn wir schon mal hier sind, dann sparen wir uns auch die Zeit, nochmal hierher zu laufen. Die Söldner laufen nicht weg. Alexios, was machst du denn hier? Das wollte ich dich gerade fragen. Praktische Arbeit hilft mir dabei, meine Gedanken zu ordnen. Du magst das jagen? Ja, es gibt hier meistens Hirsche. Wenn du nach Tareos kommst, musst du gut mit dem Bogen sein. Einigermaßen. Bescheiden. Ich wollte gerade los. Willst du mich begleiten? Ich glaube schon. Das wäre schön. Mal sehen, wie gut du wirklich bist. Wie viele Hirsche kannst du wohl erwischen? Finden wir es heraus. Das Wild ist normalerweise... Dareos ist ein guter Kämpfer. Sicher übt er viel. Und das ist der Ego. Dein Vater ist ein Mann weniger Worte. Mit eingejagt hat. Und den letzten hole ich mir so. Ja. Alter, da ist diese Fähigkeit echt super. Mit diesem Power oder aufgeladenen Schuss. Sieht man von hier gar nicht. Ach nee, da unten ist er ja. Das war ein Quest, ne? Ich lieber.
Ah, jetzt habe ich einfach ein Special genommen und dann hat sich die Sache erledigt. Das macht alles gleich besser. Du bist eine gute Köchin, Nema. Gut genug für die Götter. Es ist ein altes Familienrezept. Meine Großmutter würde sich freuen. Wir sollten alle so genießen wie die Götter. Wir? Götter? Wir können ja eine Weile lang so tun. In Wahrheit bin ich Söldner. Ich jage, um zu essen, wie du. Ich arbeite für Drachmen, wie du. Ich ziehe immer weiter, wie du. Doch ich sehe den Adlermann in dir. Deine Taten sind nicht nur Legende. Nach allem, was in Makedonien geschah, kannst du wohl nicht hierbleiben. Ich weiß nicht. Wir laufen immer weg, seit ich ein Kind war. Meine Mutter fand immer einen Weg. Egal, ob am Straßenrand oder in einer Höhle. Sie wärmte uns, beschützte uns. Sie gab uns ein Zuhause. So werde ich mich wohl nie wieder fühlen. Ist sie tot? Sie starb vor Jahren, wie meine Geschwister. Es war der Orden. Damals sah ich meinen Bruder Natakas zum letzten Mal. Was ist mit dir? Mit deiner Vergangenheit? Auch ich hatte nie ein Zuhause. Ich musste immer für mich selbst sorgen, in der Hoffnung auf so etwas wie Geborgenheit. Ich habe sie nie gefunden. Wie auch immer, ich glaube ohnehin nicht daran. Wir werden von der Vergangenheit geformt, aber nicht bestimmt. Du sagst, sie sind Perser? Dareios behauptet, König Xerxes getötet zu haben. Ha! Das glaubst du doch nicht, oder? Ich glaube es. Von allen Lügen, die er erzählen könnte, wäre diese die unglaubwürdigste. Diese Lüge wäre Dolos würdig. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Dareios sagt, dieser Orden der Ältesten sei hier, um mich zu suchen. In der Notiz war auch die Rede von anderen Dienern. Es gibt noch andere wie dich? Wenn ich ihm Glauben schenke, ja. Aber woher weiß ich, dass Dareios nicht für den Kult oder für den Orden selbst arbeitet? Er hat doch gehört, dass du ein großer Krieger bist. Vielleicht braucht er dich für den Kampf gegen den Orden. Wenn er nicht dazugehört. Die Frage ist doch, vertraust du ihm? Ich vertraue Dareios. Er ist voller Rätsel, aber kein Lügner. Das klingt, als müsstest du zurück zu den Persern, wenn du wissen willst, was wirklich vor sich geht. Dareios verbirgt etwas. So viel ist klar. Dann sei vorsichtig. Sein Geheimnis könnte eine Falle sein. Ich werde so vorsichtig sein. Genau das macht mir Sorgen. Ja, wunderbar, da haben wir die Quest auch erledigt. Jetzt sollen wir wieder zu dem Versteck gehen. Ich werde erstmal zu dem Versteck reisen. Wir gehen, was haben wir hier oben? Vielleicht kann ich da auch gleich noch eine Quest annehmen, wenn wir schon mal hier in der Nähe sind. Wir haben
Ach, das war so ein Hinweis, genau. Sonderbarer Name. Das ist so ein Hinweis für die für diesen Ältestenrat da. Können wir uns auch noch mal anschauen bei der Gelegenheit. Ja, genau, da sind jetzt auch schon hier. Genau, den können wir jetzt schon, glaube ich, enttarnen jetzt denjenigen oder diejenige. Sieht eher nach diejenige aus. Waffen sind das Werk der Menschen, doch Zähne und Klauen wurden von den Göttern gemacht. Okay, jetzt haben wir die schon mal enttarnt, die gute. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt auf der Karte darstellt. Müssen wir mal gucken. Ach so, nein, wir mussten ja, genau, das war ja auch bei dem anderen, bei diesen Kultisten so. Wir müssen... Ich muss mal ganz kurz noch meine Legende hier richtig einstellen. So. Jetzt passt. Wir müssen den ja verfolgen. In diese Verfolgung reinnehmen und dann können wir ja sehen, wo der ist, glaube ich. Genau, da unten steht es ja. Jetzt verfolgen wir die. Dann sehen wir auch, wo die ist. Da oben, genau. Okay. Ich würde aber... Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, von den Toten auferstanden. Aber ich würde jetzt diesen einen Söldner hier unten erstmal noch beseitigen, weil wir da auch relativ in der Nähe jetzt sind von dem Söldner. Na, sorry, dass ich dann immer wieder in das Menü... Man muss halt immer... Gucken, manchmal ist wegen der Orientierung, da muss ich manchmal mal einen Marker setzen und da muss man öfters mal ins Menü rein. Okay, wir haben jetzt diesen Söldner da hinten, den wir von den dreien beseitigen müssen. Kann ja mal schauen, ob der nur noch alleine ist oder ob es da irgendwelche anderen Einheiten noch in der Nähe gibt. Ah, doch, gibt schon ein paar noch. Okay, dann machen wir jetzt... Ich wollte jetzt mal eins vorschlagen. Wir probieren das jetzt mal mit diesem eiligen Attentat. Ich werde jetzt mal diesen Stolz des Löwen hier rausholen. Obwohl... die Einheiten sind halt extrem voneinander aufgeteilt. Das ist halt ein bisschen blöd hier gerade. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Aber den müssen wir so töten, also, weil der ist zu weit weg von den anderen. Schau jetzt nochmal. Ah, ich denke mal, das wird nichts werden hier. Ah, das war auch das Falsche gerade. Ich hab gerade einen Bogen reingelegt. Ist aber nicht schlimm, da kommen nachher noch genug Szenen. Da gibt es auch noch einen. Gibt es auch noch eine Festung, wo wir rein müssen und da laufen auch genug Feinde rum. Ah, ist wieder so ein größerer. Daneben gehauen, super. Ah, seht schon, der hat schon ordentlich Leben, der Kollege hier. Ich werde mal jetzt hier diesen Schlachtruf des Ares hier reinnehmen. Der ist eigentlich auch immer ganz gut. Da steigert er ja kurzzeitig euren Angriff. Okay, jetzt haben wir die schon mal besiegt. Das ist der, den wir töten müssen hier. Ich glaube, bei dem sollte man auf jeden Fall ausweichen. Sehr gut, jetzt haben wir den auch schon mal. Den ersten haben wir jetzt davon besiegt. Sehr gut. Na, da seht ihr es genau. Das ist auch jede Quest ist dann nochmal für sich von den dreien. Von den drei Söldnern. Na, da unten haben wir noch einen Söldner. Na komm, oh Spaß. Wir haben uns den jetzt hier mal vornehmen. Ja, seht ihr, One-Hit.
Ja, und habt ihr es gerade gesehen, da war das auch nochmal, da habt ihr es richtig schön gesehen. Das ist diese Fähigkeit, die ihr dann aktiviert habt und davon 10 Stück. Quasi die zweite Trophäe, die ich jetzt mir erarbeiten würde, ja, die ich ja schon geholt habe. Ja, und davon einfach nur 10 Attentate. Alles wirklich ganz einfach. Ich denke mal, die meisten, selbst wer da nicht auf Trophäen spielt, wird die sowieso automatisch bekommen. Ja, weil Attentate sind in dem Spiel nun mal mit, ich denke mal, die Hälfte aller Kills holt man mit Attentaten. Ne? Ja. Okay, an der Stelle würde ich mich verabschieden von euch. Also ich hoffe, es hat euch gefallen, die Einführung in das DLC. Diese erste Episode, der erste Teil davon, von der ersten Episode. Ja, und beim zweiten Teil würde ich euch dann zeigen, wie es weitergeht. Ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch mal einen Daumen nach oben da. Wenn es euch gefallen hat, schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwas verbessern wollt oder wir verbessern können. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Euer Tim, eure dicken Gamer, macht's gut. Ciao, ciao.